Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blade & Soul. Und zwar heute von Mushins Tempel. Ihr wisst ja, am Dienstag habe ich angefangen mit dem Mushins Tempel. Und da sind wir bis in den fünften Stock gekommen. Und da geht es heute halt weiter. Und ihr seht schon, vor mir steht schon der nächste Boss. Der ist schon ein bisschen größer und ein ganz schöner Klopper. Ich werde jetzt aber mir erstmal ein Bällchen füttern. Weil wir müssen nämlich als nächstes platt machen. Und falls ihr die erste Folge verpasst habt, habt ihr natürlich immer noch die Möglichkeit, sie zu gucken. Ne? Dann wisst ihr, wie man durch die ersten fünf Stockwerke, also ersten vier Stockwerke, halt locker easy going durchkommt. Und heute gibt es halt das fünfte Stockwerk. So, ich werde mich auch direkt dran machen und den Boss halt knallhart angreifen. Oh, da hat er mich direkt überrollt, aber ich hab ihn gelockt. Sollte gar kein Thema sein eigentlich. Also, ich war auch schon, muss ich dazu sagen, schon ziemlich lange nicht mehr in diesem Turm drin, ne? Aber das sollte eigentlich gar kein Thema sein. Aber ich muss aufpassen, dass ich aus dem rauslaufe oder so. So. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Gerade noch so ausgeglichen. Jetzt hat er mich einmal erwischt. Sollte nicht so an der Eingangstür pullen, habe ich das so gefühlt. Oh shit. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt wollte er mich ranziehen, die Saubacke. Was es mit den Totems hier an den Seiten auf sich hat, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, die heilen einen irgendwie so ein bisschen. Also falls man den nicht so direkt auf Anhieb schafft oder so, kann man den, glaube ich, damit, kann man sich da noch ein bisschen mit heilen. Versuch es aber halt ohne diese Statuen halt zu machen. Der war nicht schnell genug, der war nicht schneller. Du musst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Und wieder ran in was. Normalerweise könnte ich hier noch ein bisschen mehr ausweichen. Mach jetzt mehr oder weniger so halbherzig. Dann nicht sogar runtergekloppt bekommen. Aber egal, er ist jetzt sowieso gleich kaputt. So, weg ist er. Ohne einen von diesen Dingern hier drin zu haben. Okay, mal gucken, was ist gedroppt. Wir haben nochmal vom Turm ein Bargor bekommen. Aber die Kiste, die ich brauche, ist immer noch nicht dabei gewesen. Schade, schade. So, ich werde mich erstmal hinsetzen im Bällchen, also bevor wir ins Hoch in den sechsten Stock gehen. Wir werden mal gucken, wie das hier jetzt weitergeht. Ich glaube, im sechsten Stock ist nämlich das Glücksrad. Und da kommt es halt darauf an, wie fern mein Glück in diesem Spiel halt, ne, so ist. Da kann man Glück haben und man kann so Glücksschwein halt ziehen, das Glücksschwein. Ist eine Art Boss mit einem HP oder so, den kann man direkt umsetzen, das war's dann mit dem Schwein. Oder ne, man bekommt halt das Pech und hat halt einen dicken, fetten Boss. So, jetzt muss ich erstmal hier den Typen anfangen und Sens des Lebens aktiviert das Glücksrad. So, wir drehen einmal, gucken, was bei rumkommt. Den Boss haben wir bekommen. Den bekomme ich eigentlich fast jedes Mal. Man könnte jetzt quasi nochmal drehen. Aber ich würde da mal machen, weil den hatte ich noch nicht. Deswegen bin ich mal sehr, sehr interessiert, was der Boss alles kann. Ja,
Okay. Ach, das war der Boss, doch, den hatte ich schon mal. Der macht nämlich so ganz böse Attacken, ich heile mich mal eben ein bisschen. Sein blöder AOE, der ist nämlich richtig, richtig ätzend. Und wenn er seinen AOE macht, nimmt so, so viel, dermaßen viel Schaden. Die halt ab und das ist halt total nervig. Ah. Jetzt habe ich das verkackt. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Na, ja, ihr seht schon. Zieht dermaßen viel ab. Man kann das auch irgendwie ausrechnen, aber irgendwie habe ich ja noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Aber egal, er ist schon so gut wie tot. Viel Leben hat er ja nicht mehr. Weg ist er. Weggekloppt haben wir ihn. Damit wäre dieses Stockwerk jetzt auch schon wieder gekleert. So, was haben wir denn jetzt hier? Noch ein Bagua aus dem Turm. Allerdings habe ich schon viel, viel bessere Baguas an, deswegen bringt mir das quasi überhaupt nichts, hier diese Baguas zu entsiegeln. Deswegen lasse ich das auch direkt mal sein. So, jetzt sind wir auch schon im siebten Stockwerk des Turms. Das heißt, beim ersten Mal habe ich mich übelst erschrocken, als dieses Gewitter kam. So, siebter Stock. Der Typ hat voll faustdickere Ohren. Ich mag den überhaupt nicht, den Gegner. Weil ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal im PvP-Modus wechseln. Um gegen den überhaupt antreten zu können. Weil er ist echt saustark. Und ich hoffe, dass ich ihn jetzt auch direkt beim ersten Mal kriege. Weil, wie gesagt, das ist echt total nervig. So. Und los geht's. Ja, das war jetzt ein absoluter Fail. Das hätte mir eigentlich nicht passieren dürfen. Aber wie weiter so dem ich anstelle, werde ich den hier nicht besiegen können. So. Da war er resistent gegen. Jetzt hat er mich in seiner Combo. Gefällt mir überhaupt nicht. Gegenstand kann nicht verwenden, später noch einmal. Der Gegenstand existiert. Du musst ein bisschen aufpassen. Du musst ein bisschen gemütlicher kämpfen. Weil sonst, perfekt das hier.
hat er mich in seiner blöden. Jetzt habe ich verkackt. Ah, jetzt hat er mich in seiner blöden Scheiß-Kombo. Ah, nein, 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 ein bisschen aufpassen. Okay. Jetzt gerade hängt das bei mir. Okay. Dieser Gegenstand kann nicht verwendet werden. Das ist dann doch ein bisschen. Da habe ich aber nochmal gerade richtig Schwein gehabt, würde ich sagen. Ah, jetzt macht er diese Scheiße wieder. Nein, 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 nein. Ich habe nur ein paar Mal falsche Kombos gemacht und das macht sich direkt bemerkbar. Wenn man den dann nicht ordentlich platt kriegt. Man muss da doch schon ein bisschen mit einer gewissen Ruhe rangehen an den Boss. Weil sonst macht er einen halt kaputt, habt ihr ja gesehen. So. Weiß gar nicht, kann ich meinen Siegel hier nehmen? So, kann ich nicht nehmen. Okay. So. Und los geht's. Verpasst mal direkt hier meinen Griff. Komm schon da raus. So, jetzt aber. Versuch das Feld noch einmal.
Nein. Ah, jetzt hatte ich einen Hänger drin. Ich weiß auch nicht, was zurzeit los ist. Zwischendurch, da habe ich halt immer so ein bisschen Probleme hier. Dieser Gegenstand kann nicht verwendet werden. So. Mal kurz einen Heiltrank. Ich habe direkt danach die Resi gemacht, das kotzt mich gerade an. Jetzt hat er mich nämlich in der scheiß Combo drin. Ja, das habe ich mir nämlich gefürchtet, weil jetzt hat er mich quasi. Oh, das war knapp. Okay. Dann brauche ich ein bisschen Ruhe vor ihm. Dieser Gegenstand kann nicht verwendet werden. Ah. Meine Fresse, der hat aber auch heute nerviges Timing, ey. Versucht es später. Jawohl, okay. Sorry, dass ich gerade nicht geredet habe, aber das war jetzt ein bisschen Konzentration nötig, um ihn halt zu besiegen. Das war ein bisschen nervig. So, was haben wir denn hier jetzt? Immer noch nichts Tolles bekommen. Schade, schade. Okay. So, dann geht's jetzt weiter ins nächste Stockwerk. So, hier können wir jetzt erstmal die Quest abgeben. Und neu annehmen. Weil jetzt geht's nämlich hoch zu Mushi. Obwohl, ich glaube, dass ich euch den nicht zeigen werde, weil ich den halt selber noch nicht so oft gemacht habe. Und ich kann euch einmal so zeigen, wie er halt so aussieht. Aber ansonsten, jetzt kommt erstmal ein Video. Ich habe auf euch gewartet. Ich bin das, was tief in euch schlummert. Finsternis. Der Kampf. So, das war der gute alte Mushin. Jetzt hat er nämlich seinen Doppelgänger quasi dahingestellt und den muss halt erst besiegt werden. Den muss man aber zweimal antreten. Die erste Version, die schaffe ich eigentlich, aber die zweite Version, da hapert es bei mir dann noch dran. Dafür muss ich halt noch ein bisschen stärker werden, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich das gebacken kriege.
So Leute, ich danke euch aber fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.